Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Goodbye Deponia. So, erstmal entschuldige ich bitte, wenn ich jetzt heute noch ein bisschen sehr wenig peile. Also noch weniger als sonst. Wir haben jetzt gerade, Moment, ich schaue kurz aufs Handy. Wir haben 11:30 Uhr. Morgen kommt die Folge raus und ich muss sie auf jeden Fall jetzt noch fertig machen. Juhu. Ja, okay, gehen wir hey, mal hier, ne? Bleib da an der Tür stehen, wo ich dich sehen kann. Ich dachte, ich soll verschwinden. Ja, richtig. Verschwinde! Kannst du dich vielleicht mal entscheiden? Okay, dann gehen wir eben hier raus. Wo waren wir jetzt dran? Wir sollen hier für Doc dieses Mammutfell schlach mir doch die Eier ranzig, keine Ahnung. Okay, hier haben wir einen Pastetenautomat. Wer braucht schon Münzgeld, wenn er über magische Finger und ein unbestreitbares Händchen für Automaten aller Art verfügt? Aua! Ganz klar. Was ist hier? Hier kommen wir auf den Balkon jetzt. In solchen Mülltonnen kann man die verrücktesten Sachen finden. Ein Pelikan. Das ist nicht mal verrückt. Das ist maximal milde merkwürdig. Haben wir irgendwas da, was man dem geben kann? Zimmerschlüssel, Salzstreuer, Pfefferstreuer, Korkenzieher, Staub, Fischmesser, Kopfkissenbezug, Zahncreme. Können wir dem die Zähne putzen? Es scheint ihm nicht zu konvenieren, was allerdings auch auf die Fischabfälle zutrifft. Können wir dem irgendwie mit Staub zum Niesen bringen? Haha, Gesundheit. Haha, Gesundheit. Irgendwie mit Pfeffer? Gesundheit. Warte mal, Kopfkissen so konnte man. Das eignet sich wohl kaum als Brotaufstrich. Ja, also dass man irgendwie so eine Fratze reinschneiden kann, aber ich glaube, das ist auch wieder zu bescheuert. Nicht, oder er sagt nicht bescheuert genug. Was ist hier? Oh, hier ist schon ein Spiel oder was? Moment, warte mal. Wenn wir jetzt hier drauf drücken, dann haben wir hier die Reihe. Und jetzt so. Was ist, wenn wir das jetzt? Dann ist das jetzt. Da. Ah, wir kriegen das gleich. Ach, hier ist noch der diagonale Knopf. Das ist ja mal gut zu wissen. Na, gleich haben wir es, glaube ich. Wechseln wir das nochmal. Ja, gleich haben wir es. Und wenn ich das noch einmal sage, dann schippt es vielleicht auch mal. Oh, aber ich glaube, jawohl. Jetzt haben wir es. Haha, geschafft. Rufus 1, Entropie 0. Jawohl. Sehr schön. Und damit sollte es jetzt für sich mal, wenn das die Heizung war. Oh so, die geht's ja nicht gut. Na, Boso, du alter... Pirat, sag es ruhig. Hä? Nee, wie kannst du denn ein Pirat sein? So ganz ohne Kutter. Du Altersflecken-Endlager, wollte ich sagen. Zieh dir mal lieber was an. Du willst doch nicht, dass Gold sofort wieder ins Koma fällt, sobald sie aufwacht, oder? War das nicht krass vorhin? War das nicht krass vorhin? Geht so. Oh je. Du bist unglücklich, nicht wahr? Unglücklich ist gar kein Ausdruck. Das wäre ich wohl auch an deiner Stelle. Immerhin hast du die ganze coole Action verschlafen. Komm schon, nun lach doch mal wieder. Komm schon.
Nun lach doch mal wieder. Warum sollte ich? Mein Kutter ist kaputt. Ist doch kein Weltuntergang. Die Welt geht unter. Nicht vor morgen früh. Und etwas Vernünftiges zu essen gibt es hier auch nicht. Mecker, Mecker, Motz, Motz. Du klingst schon fast wie meine Ex-Freundin. Toni. Oder mein ex-bester Freund Wenzel. Oder jeder andere, der einen größeren Zeitraum mit mir verbracht hat. Und das bringt dich nicht irgendwie zum Nachdenken? Ha. Um mich zum Nachdenken zu bringen, muss schon deutlich mehr passieren. Ja, das war auch mein Eindruck. Willst du dir jetzt nicht langsam mal etwas anziehen? Willst du dir jetzt nicht langsam mal was anziehen? Geht nicht. Meine Klamotten sind in der Wäsche. Und wenn ich sie dir bringe, ziehst du dir dann endlich mal was über? Warum sollte ich? Du frierst doch bestimmt. Du frierst doch bestimmt. Es ist schon ein wenig zugig. Ich glaube, die Heizung ist ausgefallen. Aber, naja, was ein echter Pirat ist. Du und ein Pirat. Wer hat dir denn den Quatsch eingeredet? Naja, eigentlich warst du das. Ach, herrje, wenn man blöd fragt. Es ehrt mich, dass du versuchst, mir nachzueifern. Aber sieh den Tatsachen ins Auge. Du wirst nie so ein Draufgänger wie ich. Komm schon. Schlüpf in deinen schmuseweichen Plazenta-Fellmantel und... Bah, vergiss es. Ich bleib jetzt erst recht in der Kälte sitzen. Und wenn ich mir dabei die Schüttelpocken hole... Deine Blöße wirkt mein Ästhetikempfinden. Deine Blöße wirkt mein Ästhetikempfinden. Oh Gott. Insbesondere, wenn du diese Sache mit den Beinen machst. Es ist immerhin eine Frau anwesend. Es ist immerhin eine Frau anwesend. Goal, auf mich wirkt sie eher abwesend. Und so lange könntest du mir ruhig mal die Beinfreiheit gönnen. Du ahnst ja nicht, wie schwer es ist, eine passende Hose in meiner Größe zu finden. Na gut, es ist eine abwesende Frau anwesend. Aber ist das ein Grund, gleich auf ihr herumzutrampeln? Sie ist ja jetzt schon ganz rot. Rufus, ich glaube, du stehst auf ihrem Beatmungsschlauch. Oh, egal. Es geht hier nicht um irgendwelche Schläuche. Es geht hier um... Beinfreiheit? Genau. Nicht, dass ich jetzt weniger Beinfreiheit hätte. Ich denke da auch an Doc. Mach dir mal keine Sorgen um meine Beinfreiheit, Junge. Apropos, warum sieht man eigentlich nie deine Beine, Doc? Belassen wir es doch einfach bei... Mach dir keine Sorgen, Junge. Wow. Was auch immer. Wie Entwickler richtig einfach eine... Gute Frage ignorieren. Ich brauche dieses Handtuch. Ich brauche dieses Handtuch. Okay. Nein, nicht. Du weißt auch nicht, was du willst. Neue Augen. Ach, mach doch, was du willst. Ach, mach doch, was du willst. Okay. Oh Gott. Außer der Sache mit den Beinen, hörst du? Alles, nur nicht das. Sagtest du eben, dass du Hunger hast? Ach, das hast du mitbekommen. Tja, das nennt man selektive Wahrnehmung. So eine Art mentale Superkraft, die Spreu vom Weizen zu trennen. Spreu in die linke, Weizen in die rechte Gehirnhälfte. Ja, ich bin schon ein Früchtchen. Wenn du mir etwas zu essen besorgen willst, im Souterrain steht ein Pastetenautomat. Mal sehen. Ich muss erst noch rausfinden, inwiefern mich das weiterbringt. Was? Naja, ich bring dir was zu essen und da habe ich dann auch irgendwas von. Läuft doch immer so. Wie wäre es mit dem guten Gefühl, einem Freund einen Gefallen getan zu haben? Hä? Nein, nicht sowas. Ich meine was Nützliches. Ein Köderfisch oder so. Sorry, ich muss weg. Sorry, ich muss hier weg. Nimm's nicht persönlich. Es ist einfach nur dein abscheuliches Aussehen. Meine Augen sind schon ganz vereitert. Oh Gott. Tasche? Kann ich mir deine Tasche ausleihen? Na klar, nimm sie ruhig. Immerhin hast du mir ja bislang nur meine Lebensgrundlage und mein Zuhause genommen. Warum dann nicht auch die Tasche mit meinen letzten Besitztümern? Cool, danke. Sehr aufmerksam. Igitt, ist die fleckig. Hey, das war Ironie. Hab ich mir schon gedacht. Vielleicht solltest du dich beim nächsten Mal hinsetzen, wenn du sie schon mit aufs Klo nehmen musst. Okay. Jetzt haben wir hier eine Tasche. Mal gucken, was Bo so alles mit sich rumträgt. Unterwäsche. Ein Drei-Mann-Zelt. Ach nein, es ist noch mehr Unterwäsche. Aber hey, was ist das? Ein Champon.
Halte ich hier etwa das Geheimnis seiner glänzenden Lockenpracht in Händen? Okay, jetzt haben wir hier ein Shampoo. Gehen wir erstmal raus. Haben wir hier noch was übersehen? Das ist doch Cletus. Der hat mir gerade noch gefehlt. Dieser Anzug darf auf keinen Fall heißer als 30 Grad gewaschen werden. Haben Sie das verstanden? Klipp und Klopsi. Mein Assistent wird ihn morgen früh wieder abholen. Füllen Sie derweil die Anmeldung aus, Oppenbot. Und passen Sie gut auf die Tasche mit dem Geld auf. In dieser jämmerlichen Absteige arbeitet nur Gesinde. Hier arbeitet jemand? Verzeihen Sie, Herr Inspektor. Aber ist das dort nicht die Tasche mit meinem Plasma-Austausch? Mammutfell-Relais? Seien Sie nicht albern, Oppenbot. Die Taschen sind identisch. Ihre ist bereits auf unserem Zimmer. Und dorthin werde ich mich nun auch zurückziehen. Oh Gott. Ich hoffe, es ist nicht so marode, wie der Service hier es nahelegt. Oh Gott. Das hätte ins Auge gehen können. Diesem Schnösel wäre ich nur ungern über den Weg gelaufen. Jetzt heißt es auf der Hut sein. Er sucht doch garantiert nach Goal. Dafür weiß ich jetzt, wo ich dieses Plasma-Austausch-Fluppidi-Wupp-Mammutfell-Relais herbekomme. Gott, dieser Name einfach. Aber wir können doch bestimmt hier die Taschen austauschen, oder? Wenn nicht, dann breche ich den Teich. Gut, was haben wir hier drin? Jetzt bin ich aber mal gespannt. Porzellan. Kristallgläser. Scherben, Scherben, noch mehr Scherben. Was will er mit all diesen Scherben? Und? Aha! Geld! Jo! Papiergeld? Ich glaube, warte mal. Mir kommt da gerade eine Idee. Wenn ich mich recht erinnere, war da so etwas. Bis jetzt! Ach komm schon! Du kannst doch nicht ewig da drin hocken bleiben! Und ob ich das kann? Ich habe eine Zeitmaschine! Könnten wir dem... Klappt das? Hier! Damit geht's bestimmt. Oh, das ist aber weich. Oh, ich danke dir. Endlich kann ich meine Reise fortsetzen. Hier, nimm das. Was ist das? Dein Wechselgeld. Ich habe nicht alles aufgebraucht. Und nun, auf zu neuen Gestaden. Mach es gut, Endzeitmensch. Halt, stopp! Verdammte Kiste, er ist weg! Wenn ich mir nicht ständig solche Dinge einbilden würde, wäre ich jetzt wirklich beunruhigt. Können wir jetzt aufs Klo gehen? Toilettenpapier. Oh, das ist tatsächlich ein bisschen rau. Das stellt sogar noch die Apothekenumschau des blinden Drugstore-Besitzers in den Schatten. Und die war immerhin in Blindenschrift. Wir waren doch gar nicht hier drin, ne? Was geht denn hier ab? Kumbaya. Okay. Hallo, ihr freundlichen Kapuzenmänner, die einer sicherlich völlig gewaltfreien Organisation angehören. Steht ihr hier für die Waschmaschine an? Kumbaya. Psst. Ihr könnt mich doch sicher vorlassen, oder? Benehmt euch einmal unheimlich für... Klar, kein Problem, Kumpel. Kumbaya. Cool, dann kann ich ja sicherlich kurz mal eben... Kumbanein. Verdammt. Ich nehme mal nur deinen hier. Nix wie hier weg. Wir haben doch jetzt hier... Jawohl, wir haben jetzt hier eine Münze bekommen. Da kann man doch jetzt bestimmt eine Pastete holen. Verdammt, die Münze ist zu groß. Was nützt das schönste Kleingeld, wenn es zu groß ist? Kleingeld ist so groß. Oh, das ist tatsächlich ein bisschen rau. Das stellt sogar noch die Apothekenumschau des blinden Drugstore-Besitzers in den Schatten. Und die war immerhin in Blindenschrift. Warte mal. Rau wie Schleifpapier? Das ist tatsächlich ein bisschen rau. Vielleicht... Das hat geklappt. Das nenne ich mal wirklich inflationären Gebrauch von Fäkalhumor. Ja gut, jetzt haben wir erst das Klopapier.
Das Klopapier missbraucht als Schleifpapier. Na endlich. Dieses ganze Geldwechseln hat mich ganz schön hungrig gemacht. Ich glaube, ich werde trotzdem Boso den Vortritt lassen. Eine Pastete. Geben wir Boso erstmal die Kleidung. Hier, ich habe deinen Anzug aus der Reinigung geholt. Zieh dich jetzt bitte wieder an. Es ist schon ein wenig zugig. Ich glaube, die Heizung ist ausgefallen. Aber, naja, was ein echter Pirat ist. Und ein Pirat. Wer hatte denn den Quatsch eingeredet? Naja. Eigentlich warst du das. Ach, herrje, wenn man blöd fragt. Es ehrt mich, dass du versuchst, mir nachzueifern. Aber sieh den Tatsachen ins Auge. Du wirst nie so ein Draufgänger wie ich. Komm schon, schlüpf in deinen schmuseweichen Plazenta-Fellmantel und... Bah, vergiss es. Ich bleib jetzt erst recht in der Kälte sitzen. Und wenn ich mir dabei die Schüttelpocken hole. Okay. Was ist mit der Pastete? Was hast du da? Etwas zu essen? Was denn sonst? Eine Pastete? Wow, das ist ja wirklich nett von dir. Ich werde noch ganz krank vor Hunger. Du weißt schon, blaue Zunge, Husten, Schnupfen, Fieber, wie bei den Schüttelpocken. Ich sag doch, du solltest dir etwas anziehen. Hätte, sollte, würde. Mit etwas Pastete im Magen sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Was ist? Bekomme ich jetzt die Pastete? Ich glaube, sie ist noch nicht ganz fertig. Können wir dies verfeinern oder was? Pfeffer rein, oder? Man kann nie genug Pfeffer haben. Hey! Keine Panik! Ist alles auf der Pastete gelandet. Salz? Das ist zwar langweilig, aber na gut. Upsi! Da hat wohl jemand vergessen, den Salzstreuer zuzuschrauben. Wie sonst kämen diese ganzen Maden da rein? Was? Shampoo? Das würde ich noch nicht als Schuppenproblem bezeichnen. Und hier ein ganz besonderer Gaumenkitzler. Haha, fresst meinen Staub, ihr risikoaversen Durchschnittsköche. Zahncreme? Pasta auf die Pasteta. Oh Gott. Erzeugt zwar ein leichtes Fieber, ist dafür aber auch gut für die Zähne. Können wir die Pastete jetzt Boso geben? Was hast du da? Etwas zu essen? Was denn sonst? Eine Pastete? Wow, das ist ja wirklich nett von dir. Ich werde noch ganz krank vor Hunger. Du weißt schon, blaue Zunge, Husten, Schnupfen, Fieber, wie bei den Schüttelpocken. Ich sag doch, du solltest dir etwas anziehen. Hätte, sollte, würde. Mit etwas Pastete im Magen sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Was ist? Bekomme ich jetzt die Pastete? Ich glaube, sie ist noch nicht ganz fertig. Okay. Gehen wir nochmal zu ihmchen. Kapuze. Der wollte doch ein Shampoo. Kein einziges Haar an der Kapuze. Aber wo dann? Was können wir... Ja, das wäre lustig. Aber ich kann diese einmalige Gelegenheit nicht für einen billigen Karlauer verschwenden. Ich denke vor allem an die Fans, die meine Streiche wegen ihrer hintergründigen Doppelbödigkeit lieben. Kopfkissenbezug? Es wäre schon lustig, ihn mit Läusen zu verseuchen, aber leider fehlt ihm dafür eine wichtige Grundvoraussetzung. Können wir dir einfach das Shampoo geben? Was ist das? Ein Shampoo? Sehe ich so aus, als hätte ich Probleme mit fettigen Haaren? Es hilft auch gegen Läuse und Schuppen. Dann solltest du es lieber behalten, oder? Ich erblicke darin eine Einladung zu einem famosen Streich. Ich lache mich jetzt schon kaputt. Wir haben aber auch nichts anderes da. Zahncreme? Ja, das wäre lustig. Aber ich kann diese einmalige Gelegenheit nicht für einen billigen Karlauer verschwenden. Ich denke vor allem an die Fans, die meine Streiche wegen ihrer hintergründigen Doppelbödigkeit lieben. Okay, ich glaube, hier kommen wir momentan nicht allzu weiter. Gut, ich würde sagen, ich beende jetzt hier die Folge und auch für mich dann heute die
Aufnahme. Ich bin jetzt echt müde, wir fallen die Augen zu. Ich würde dann sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.